Hallihallo meine Lieben zum neuen Video. Jetzt wirklich, du darfst hier vortreten. Ich weiß nicht einmal, was es gibt. Kommen Sie her. Was es heute gibt? Oh je. Ja, Ich muss jetzt sagen. Ich muss was sagen. Ja, ich habe eigentlich diese Idee gehabt, dass wir einfach diese eingelegten Steaks, die ich letztens gemacht habe, Zwiebeln? Mit Zwiebeln, genau. Die in dünne Streifen geschnitten, mit ein bisschen mehr frische Zwiebeln dazu, ein bisschen Knoblauch dazu, eine Gyrospfanne mache, mit Reis und Tiefkühlgemüse. Und schönes, leckeres Sößchen dabei. Ich habe Hunger, ab in die kleine, aber feine Küche. Ja Leute, das waren eben die Stücke, wo wir damals an Nacken klein geschnitten haben. Und mit diesem Gewürz. Ach, das ist schon gewürzt? Ja, und Zwiebeln. Auch schon. Ja, und das verarbeiten wir jetzt ganz einfach weiter. Hintergrund davon ist, von dem ganzen Video, wir waren mal nicht einkaufen und haben einfach gesagt, wir gucken jetzt, was noch alles in der Gefriere ist und schauen nochmal, dass die ein bisschen leerer wird. Selbst der Kühlschrank ist gerade fast leer. Jo. Ist auch ganz gut so. Du darfst aber ein bisschen näher treten. Ach so, ja. Ja, und daraus wird jetzt was Schönes, Leckeres zum Essen gebastelt. Richtig. Und sobald die anderen Zutaten da sind, geht es hier runter. Dann gucken wir mal, was wir hier noch alles da haben, außer dem Fleisch. Ein paar junge Erbsen, muss leer werden. Rosenkohl, muss leer werden. Und noch ein bisschen Rahmkohlrabi, muss auch weg. An Gemüse etwas wenig, nehmen wir hier noch eine Dose Schnippelbohnen. Schnippelbohnen, Brechbohnen. Genau. Zwiebeln, Knoblauch. Fürs Fleisch. Ja. Genau. Ich würde mal sagen, Manu macht uns da jetzt ein richtig leckeres Essen daraus. Richtig. Reis. Dazu gibt's ganz einfach an Reis. Gut. Ich übergebe der Manu. Wenn ich dir irgendwas helfen darf, kann, soll, muss oder wie auch immer, sag einfach Bescheid. Kann ich denn machen, ja. Aber ich krieg das, glaube ich, auch alleine hin. Gut. Ja, und ich mache erstmal die Zwiebeln klein. Die tue ich in schönen Streifen schneiden. Dann Fleisch mache ich dann auch in kleinen Streifen. Dann hole ich euch dabei auf jeden Fall. Aber erstmal ein bisschen sortieren. Eine kleine Helferin haben wir heute dabei. Mhm. Und pass auf den Fingerchen auf. Ja. Ich mache in der Zwischenzeit das Fleisch. Das Gyrosfleisch. Das machen wir jetzt weiter. Dann sehen wir uns gleich, wenn wir fertig sind. Das Fleisch mache ich jetzt schön. Dünne Streifen. Und so mache ich das mit dem ganzen Fleisch. Und dann sehen wir uns gleich wieder am Herd. So, die Zwiebeln sind geschnitten von Alina und die Zwiebeln für die Soße sind auch fertig. Jetzt gehen wir an den Herd und tun das Fleisch anbraten. Das Gyrosfleisch. So, das Fleisch habe ich noch gewürzt mit ein bisschen Paprika drin. Die Pfanne mache ich jetzt schön heiß. Stelle ich schon mal auf volle Pulle. Den Reis habe ich jetzt auch gewaschen und ein bisschen gesalzen. Jetzt warten wir, bis die Pfanne heiß geworden ist, dann hole ich euch wieder zu, wie ich das Fleisch rein tue. So, das Öl ist jetzt heiß geworden, jetzt geben wir das Fleisch dazu. Na. Schön vorsichtig.
Tun wir schön anbraten jetzt und dann hole ich euch gleich hier dazu, wenn ich fertig bin. So, Zwiebeln, Knoblauch, die Alina geschnitten hat, geben wir jetzt dazu. Muss mit anbraten. Machen wir ein bisschen Gyros-Gewürz, machen wir ein bisschen Rosmarin rein. Und Oregano. Kommt auch noch ein bisschen. Einfach ein bisschen Duft und ein bisschen Geschmack vom Gyros halt haben. So. Jetzt mache ich nebenbei, wo das Fleisch schön anbratet, das Gemüse. Geben wir jetzt schön in einen kleinen Topf. Ich glaube, der wird auch wieder zu klein werden. Zu dem Gemüse mache ich ein bisschen Butter rein. Jetzt geben wir die Brechbohnen mit dazu zum Gemüse. Doch zu klein drauf genommen. Ach da, das ist das Schöne da. Das Fleisch ist nämlich auch schon fertig. Und wir sehen uns gleich wieder, weil ich muss einen anderen Topf holen. So, anderen Topf genommen. Den werden wir gleich nehmen für die Soße. Habe ich noch ein bisschen Butter reingemacht. Jetzt werden wir es ein bisschen würzen. Mit Kräuterlinge von Knorr. Und nämlich sehr schönes Gewürz mit Salz an den Kräutern drin. Das verwende ich nämlich immer gerne. Fürs Gemüse. In den kleinen Topf mache ich jetzt ein paar Zwiebelchen rein. Die Alina, vorher mache ich ein bisschen Öl. Gebe schon mal die Zwiebelchen dazu. So, dass wir eine schöne Soße haben wollen, mache ich jetzt für die Zwiebeln ein bisschen Tomatenmark rein. Ein bisschen mit anrösten schön. Runterstellen kurz. Im Kühlschrank noch ein bisschen saure Sahne gefunden. Die geben wir jetzt mit dazu.
Wasser. Würzen werden wir es mit Pfefferchen. Pfeffer. Knoblauchgranulat. So mache ich halt die Rahmsoße immer. Ein bisschen Gemüsebrühe. Und Kräutermischung von Knorr mache ich manchmal dazu. So. Da wir ja Gyrosfleisch machen, habe ich jetzt in die Soße ein bisschen Rosmarin und Oregano dran gemacht. Genau. Und schmeckt wunderbar. Jetzt mache ich noch den Reis. Letztes Mal ein bisschen aufkochen und dann können wir schon servieren. So Leute, ich würde mal sagen, das Kunstwerk ist fertig. Das sieht mal richtig lecker aus und ich freue mich so richtig jetzt auf mein Probiererle. Dann schauen wir mal und probieren wir mal. Obwohl das ja schon mit dem anderen Gewürz vorgewürzt war, kommt da aber so richtig noch der Gyros-Geschmack durch. Genial hinbekommen. Ein geiles, leckeres, buntes Gemüse. Naja, grünes Gemüse. Und die Soße ist auch geil geworden. Spatzel, das hast du hervorragend gemacht. Das ist schön. Und heute machen wir das ein Fazit, wirklich nach dem Essen. Heute, heute, heute. Ja, Freunde, bevor wir das Fazit jetzt wieder vergessen, sprechen wir das lieber gleich. Es war absolut lecker. Ich habe es ja vorher eigentlich schon alles gesagt. War richtig gut. Ja, also absolut lecker. Eigentlich ja schon eine Resteverwertung. Richtig. Sachen, wo man einfach in der Gefriere gefunden hat und im Kühlschrank. Und ein leckeres Essen hast du draus gezaubert. Total geil. Ja, wer will, kann es natürlich nachmachen. Oder einfach bloß, ja, das Video in Ruhe genießen und angucken. Richtig. Ja, und dann haben wir schon ein paar Ideen für die nächsten Videos heute gesammelt. Aber das kommt alles noch. In dem Sinne, wenn es gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Nettes Kommentar. Genau. Und wir sagen mal Tschaikowski. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.